So, ich finde es absolut großartig, dass die Liste immer länger und länger wird, dass so viele Leute zu Wort melden und wir gar nicht so viele Leute von außen brauchen, dann ihr selbst genug zu sagen habt. Dankeschön. Ich denke, es war wirklich eine gute Methode, das so zu lösen, weil wir sicher waren, dass jeder hier seine eigene Meinung hat und sich auch gern vertreten möchte. Als nächstes habe ich die Claudia Kasper. Applaus, bitteschön. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon von der Montagsdemo. Ich will mich aber trotzdem noch mal kurz vorstellen hier. Mein Name ist Claudia Kasper. Ich habe lange Zeit gearbeitet als technischer Angestellter in der chemischen Industrie, war dort auch Betriebsrat. Und ich hatte früher mal die Illusion, dass es möglich wäre, einen besseren Kapitalismus zu schaffen. Diese Illusion habe ich verloren, daran glaube ich nicht mehr. Ich werde nochmal darauf zurückkommen, und zwar will ich erläutern, wie das Sein das Bewusstsein bestimmt. Vorher möchte ich aber noch zwei Vorredner kurz kommentieren. Den ersten, der etwas über Parteien gesagt hat. Ich habe schon viele Diskussionen erlebt, über Parteien und über Politiker. Und immer wieder haben Leute gesagt, ja, das sind doch quasi unsere Angestellten, die kriegen doch Geld von uns, von unseren Steuergeldern. Komm, sind sie im Bundestag drin, bekommen sie diese Wahlkampfkostenerstattung aus unserem Mehrwertsteuer, die wir bezahlen. Und die Abgeordneten bekommen die Häfen und Minister bekommen Gehälter, das wird alles von unseren Steuern bezahlt, also sind sie unsere Angestellten. Ja. Diese Meinung ist irrig. Denn das Geld, das sie von uns bekommen, bekommen sie bedingungslos. Eine Regierung darf 4 Jahre lang ihre Wähler nach Strich und Faden verarschen, darf sie enttäuschen. Darf gegen die Interessen der Wähler handeln. Es hat keine Folgen, nach 4 Jahren kann sie vielleicht abgewählt werden, aber so lange dürfen die alles gegen uns tun, was ihnen ihre Lobbyisten einblasen. Alles, alles gegen uns. Sie bekommen unser Steuergeld bedingungslos, sie sind nicht unsere Angestellten. Das ist ein Systemfehler, den wir ändern müssen. Dringend. Das hat noch eine andere Folge. Wer Internetanschluss hat, kann er mal aufrufen, parteispenden.unklarheiten.de. Dort sieht man, was diese Bedingungslosigkeit für Folgen hat. Die Parteien bekommen Spenden, zum Beispiel von Daimler-Benz, von BMW, von der Allianz AG, alle Parteien, die Allianz ist. Mit der Gießkanne aus, über CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP, alle kriegen Kohle von der Allianz. Und was hat das für Folgen gehabt? 1998 haben wir eine Regierung bekommen, die als irgendwie links gegolten hat, an die man vielleicht Hoffnungen gesetzt hat. Wir hatten nichts Besseres zu tun, als unsere Sozialsysteme, in die wir einzahlen, zu zerschlagen. Dahinter stand ein gewisser Maschmeyer zum Beispiel, ich denke, das ist bekannt. So, und wie geht es den Leuten, nachdem sie uns Schaden zugefügt haben? Der eine hat einen schönen Posten bei Gazprom, der andere hat einen schönen Posten bei Nabucco. Den Leuten geht es blenden, das hat keine Folgen. Sie dürfen uns jeden Schaden zufügen. Das müssen wir ändern. Wir müssen das Mehrheitsinteresse gegen das Interesse einer kleinen extremistischen Minderheit stellen. Jetzt komme ich zum zweiten Thema, und zwar von Dennis. Geld. Man sagt ja, Geld arbeitet. Wir schauen uns mal um. Die ganzen Häuser hier rum, die sind denn hier entstanden? Hat da jemand einen Koffer mit einer Milliarde hingestellt
und hat gesagt, liebes Geld, jetzt arbeite mal, jetzt bauen Sie mal schöne Häuser dahin. Das würde die Milliarde tun. Die würde nach einem Jahr immer noch dastehen. Kein Haus ist gebaut. Das wurde alles gemacht von Leuten, die ihren Job verstehen, Leuten wie uns. Da hat kein Milliardär jemals Hand angelegt und auch kein König Ludwig. Oder hat den schon mal jemand bauen gesehen? Solche Leute, die hier, wie wir, hier versammelt sind, wir können das alles, wir wissen, was wir können. Und wir brauchen keinen einzigen Profitgeier, um uns zu sagen, was wir tun sollen. Allen, die glauben, dass ihr Geld arbeiten würde, dann kann ich nur sagen, Hartz IV ist für alle da, wir brauchen euch nicht. Wie viele Bullenschweine sind da? So, und jetzt komme ich zu meinem eigentlichen Thema, was ich eigentlich sagen wollte, wie das Sein das Bewusstsein bestimmt. Ich habe schon gesagt, ich war technische Angestellte. Und ich habe in den 90er Jahren schon mal erlebt, dass der Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, zugemacht wurde. Der war von einem amerikanischen Konzern gekauft worden. Die haben so viele Betriebe gekauft, ich hatte immer ein paar zu viel. Denn sie wollten nicht unbedingt die Betriebe, sie wollten die Patente haben, sie wollten an die Kunden ran. Und dann haben sie auch eines Tages in München einen Betrieb zugemacht. Und ich musste auf Arbeitssuche gehen. Und damals schon habe ich etwas Interessantes festgestellt. Es gab Kollegen, die haben geglaubt, was sie zum Beispiel in der Bild-Zeitung gelesen haben oder zum Teil auch woanders, nämlich diese Änderung der öffentlichen Meinung, die uns die Meinungsmacher beibringen wollten. Als Ende der 70er Jahre die Arbeitslosigkeit anfing zu steigen, da hat man noch gesagt, ja, die Arbeitslosigkeit ist ein Problem. Und das wurde langsam geändert. Man hat gesagt, nicht die Arbeitslosigkeit ist ein Problem, die Arbeitslosen sind das Problem, die sind zu faul. Das haben viele geglaubt damals, und zwar so lange, bis sie plötzlich gehört haben, der Betrieb hier wird dicht gemacht. Und dann kamen viele an und haben gesagt, oh, jetzt sehe ich das aber anders. Und da konnte man nur sagen, zu spät, lieber Kollege, zu spät, liebe Kollegin, jetzt gehört ihr selber zu dem faulen Pack. Gut, ich hatte damals noch Glück, da war ich auch noch ein bisschen jünger als heute. Ich habe noch mal eine Stelle gefunden und dann habe ich das zum zweiten Mal erlebt. Das war 2004 bei der Intec Magnetics hier in München, die Insolvenz angemeldet hat. Der Insolvenzverwalter hat den Betrieb aufgelöst und wieder haben Kollegen gesagt, also ich habe ja auch auf die Arbeitslosen geschimpft, aber jetzt sehe ich das anders. Und wieder konnte man nur sagen, zu spät, lieber Kollege, zu spät, liebe Kollegin. Jetzt gehört ihr selber zu dem faulen Pack. Ich gehöre also mittlerweile auch zu dem faulen Pack. Mich haben sie auch rausgeschmissen. Ich bin auch verharzt worden. Und deswegen ist meine Illusion, die war schon ins Wanken gekommen, damals vor 15 Jahren, mittlerweile ist sie endgültig verflogen, dass man den Kapitalismus reparieren könnte, dass man an diesem System irgendetwas tun könnte, was uns nützt, daran glaube ich nicht mehr. Wir haben uns heute hier versammelt, weil uns das Wasser bis zum Halse steht. Und ich denke, viele haben gemerkt, dass es nichts bringt,
zu sagen, zwischen Hals und Oberkante Unterlippe ist ja noch ein bisschen Platz, warten wir mal ab. Wir sind ja langsam mehr geworden hier. So, ne? Und deshalb möchte ich sagen, wenn wir heute uns hier versammelt haben, um uns gegen diese kleine extremistische Minderheit, die uns aufgrund ihres Reichtums, der nichts anderes ist, als durch die Armut der Armen zusammengerafft, um uns gegen diese kleine extremistische Minderheit zu wehren, dann ist das nicht das Ende unserer Geschichte. Wir fangen heute erst richtig an. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Dankeschön.